Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go hier in der Eiszeit. Mein Pullover ist genauso weiß wie der Schnee. Und jetzt geht es los. Juhe, juhe. Ich bin Bauchredner, hast du es mitgekriegt? Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen oder irgendwas, ich weiß es nicht. Die Dicken sitzen auf dem Balkon. Da ist der Iswo, guck, sieht aus wie Kanalphänomenal. Da ist Kanalphänomenal, da ist Jean Reno am Start. Und wir wollen heute eigentlich mal diese Käsefüße testen. Wisst ihr noch, damals, als es Sommer war und es war schön warm und wir haben auf dem Balkon gesessen und jetzt ist es im Prinzip dasselbe. Winter existiert nur im Kopf, deswegen sitzt einfach da und freut euch, dass ihr noch Käsefüße habt. Wir stellen es jetzt mal kurz. Wo ist er denn, der Hühnerschrecker? So, das sind nämlich die guten Käsefüße, ne? Ach komm, gib her, ist mir jetzt egal. Ich lese mal kurz davor, was da steht. Käsegebäck, Gouda und Cäsar, mehr ist es nämlich nicht. Hier, Gouda-Käse 13% und so weiter. Die sind extra von Wolfs-Sommelier, ne? Wolfs-Sommelier, Käsefüß, Käsegebäck mit Gouda und Cäsar. Die waren übelst mega teuer. Aber die möchten wir jetzt mal probieren. Möchten wir jetzt mal öffnen. Wir essen Käsefüße. Probier mal einen hier. Komm, hau dir mal richtig rein den Schnitzel hier und sag mal, wie der mündet. Käsefüße. Ah, schmeckt wieder wie der Tee nach Pappe, gell? Ach, das wissen wir ja noch gar nicht. Das kommt ja erst später. Schmeckst du Käse? Ja, da ist guter. Ich weiß, da ist richtig guter Gouda drin hier. Voll der Gouda hier. So, und da sagt der Jean Reno, unser Käseexperte in Spee. Der Hannes hat schon mehr Käse gesehen, als er gegessen hat. Ich schwör's euch. So, fertig. Ich glaube, die Nachbarn denken, du drehst hier komische Filme. Warum machst du? Nee, ich brauche Feedback erst. Man muss es genießen, ja, nicht einfach essen. Man muss das genießen. Schmecken. Was? Man muss es schmecken. So, gut, schmeckt nicht, fertig. Nein. So, es ist gut, der. Guter Käse. Ach, guter Schänderkäse, siehst du, ich hab's doch gewusst. So ein schöner. Alter, da unten ist der Deich gefroren, guck dir das an. Wir haben jetzt hier das Original, einfach einen Fuß. Guck dir einen Fuß an. Und den probieren wir jetzt auch. Ja, ich glaube, da oben kommt der Rambo gleich mit der Bazooka, stürzt er ab hier, blaues Licht, Käsefüß, alles dabei. Also. Da gibt es deutlich bessere Sachen, die man essen kann, finde ich. Das ist ein richtiges Sommelier-Gebäck, ja, aber ess lieber Käsestangen. Käsestangen sind viel besser. Das hier gibt in so einer Packung, wo ganz viele Käsestangen drin sind. Die sind wunderbar. Das ist auch irgendwie total bitter im Abgang. Es ist mega trocken einfach nur. Es ist sauteuer, es ist übelst wenig. Kauft keine Käsefüße, ne? Wer Käsefüße hat, der soll froh sein, aber kauft keine. Kauft keine Käsefüße. Jetzt neu, habe ich glaube ich im Rewe gefunden. Also wenn ihr die auch mal probieren wollt und frieren wollt, gönnt euch Käsefüße. Ansonsten, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Jawoll. Da war Wodka drin. Dankeschön. Merkt man eh jetzt nicht mehr.